harten Sonnenstrahlen, aber immerhin ist es meist trocken bei Temperaturen von 0 bis 6 Grad. Der harte Wettertrend, morgen gibt es erstmal Wolken, dann aber im Laufe des Nachmittags auch mal ein bisschen mehr Sonne. Und am Wochenende sind neben dichten Wolken richtig längere sonnige Abschnitte möglich bei Temperaturen von 3 bis 8 Grad. Aber weißt du, du schreibst es ja jeden Tag aufs Neue mit Liebe, auch wenn es immer das Gleiche ist. Ja, ich gebe mir Mühe. Ja, eben. Ich hier anstatt habe den Schawan gemacht und vorhin, naja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Wenn Sie so ein richtiger Technik-Freak sind und iPhone und Tablet und alles haben, was die Welt nicht braucht, dann sind Sie genau richtig in Barcelona. Sie könnten noch schnell einen Flug buchen. Warum? Das verraten wir Ihnen gleich. Hier ist HR3 Extra mit Tim Leo und mehr Musik. Am Ende der Straße biegen Sie links ab. Josef Neumeier Straße. Sie links ab. Nach 80 Metern biegen Sie rechts ab, Alex-Müller-Straße. Biegen Sie rechts ab. Thank you.
Sie durch den Kreisverkehr. Zweite Ausfahrt, Alex-Müller-Straße. Dann Abbiegung links vor Ihnen. Zweite Ausfahrt, dann Abbiegung links vor Ihnen. Von Kreisverkehr. Nach 100 Metern biegen Sie links ab. Burggraben. Biegen Sie links ab. Abbiegung rechts vor Ihnen, K2. Nach 200 Metern halten Sie sich rechts, dann halten Sie sich links. Halten Sie sich rechts, dann halten Sie sich links. L395 Richtung Pirmasens. Halten Sie sich links, L395, Richtung Pirmasens. Gibt's hier nur kaputte Straßen?
Nach 400 Metern biegen Sie links ab. Die auf die Mobile Congress Messe fahren könnten, nämlich nach Barcelona. Dort wird alles vorgestellt, was im Online- und Smartphone-Bereich irgendwie wichtig ist und eben alle technischen Neuerungen, die wir so noch gar nicht im Geschäft haben. Unser Spanien-Kollege Reinhard Spiegelhauer, der durfte rein und hat sich das alles angeguckt, war begeistert. Ich stelle mir das jetzt ein bisschen so vor wie ja, so ein großer Spielplatz für Erwachsene. Man kann überall draufdrücken. Ist es in etwa genauso gewesen, Reinhard? Also ein bisschen ist das schon so. Es ist ein bisschen auch wie auf der Automesse in Frankfurt. Da sind jede Menge von den Dingern tatsächlich auf langen Schränken oder auf langen Tischen aufgereiht. Man kann die in die Hand nehmen, man kann damit spielen. Das einzig Blöde ist, das sind so viele Leute, die das machen wollen, dass das WLAN, was es auf der Messe gibt, ständig zusammenbricht und man zum Beispiel im Internet im Grunde nicht surfen kann. Man kann die Geräte also wirklich richtig gut ausprobieren, nur dann, wenn man sich da jemanden greift von dem Hersteller und sich das von dem auch zeigen lässt. Das ist wie bei den tollen Autos bei der Automesse in Frankfurt, die auch mal schon besetzt sind mit den ganzen Menschentrauben. Was hat dich denn konkret am meisten beeindruckt dort? Also diese Superphones oder Phablets, wie die heißen, die sind schon wirklich schick. Diese ziemlich großen Handys, die sind so groß wie eine Tafel Schokolade. Da hat einfach auf dem Bildschirm hat man mehr Platz. Da kann man einfach besser gucken, egal ob es jetzt Facebook ist oder ob es Surfen ist oder ob es einfach Gaming ist. Das macht auf so einem großen Handy mehr Spaß. Es gibt halt ein Problem, die passen nicht mehr in jede in die Jacke eingebaute Handytasche. Dann müssen die Motorräder einfach nachbessern, ja, und größere Tasche einbauen. Oder man braucht eine größere Handtasche als Frau vielleicht. Ab wann sind denn diese Sachen tatsächlich auch im Alltag erhältlich? Also viele von diesen Sachen, die sind jetzt wirklich ganz kurzfristig da oder sind schon da und die sind, naja, halbwegs erschwinglich. Die Preise gehen langsam so ein bisschen runter. Auf der anderen Seite, wenn die Ausstattung immer noch besser wird, sind 500 Euro fällig. Das ist nach wie vor so. Und was für Promomaterial nimmt man da als Journalist dann mit, wenn man da sagt, hier, ich, deutsches Radio, gib mir mal ganz viele Geschenke? Also so viele Geschenke gibt es da nicht, die sind da schon einigermaßen sparsam. Außerdem dürfen wir ja sowas auch gar nicht mitnehmen. Ja, genau, richtig. Wir müssen ja unabhängig bleiben und berichten. So ein USB-Stick, auf dem die Infos über die Produkte drin sind, das ist schon mal drin, aber das war's dann auch. Der Mobile World Congress in Barcelona ist die Messe für Handys, mobiles Internet und allen anderen Schnickschnack, den man braucht oder auch nicht. Mein Kollege Reinhard Spiegelhauer hat sie besucht. Vielen Dank für die Informationen.